Ah ja. Bonnie war ein Rotschopf. Ja. Da. Na. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Okay. Ach ja, Condent nannte man Einhand-Bill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Mhm. Okay. Pass auf, die unten drin. So. Ne, wenn wir die so drehen und hier hinlegen. So. So. Ah. So. Also das auf die Seite, das nach unten und das auch nach unten. Okay, das auf die Seite. Das nach unten und das andere nach unten. Okay, pass auf, das auf die Seite. War das jetzt so rum? Oder so rum? Das nach unten, das nach unten. Na, dann war das die andere Seite. So. Ja. Noch eine Tür. Ja. Also, wer waren diese Typen? Das sind. Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was willst du den Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. Foto aufnehmen. Foto Handy. So. So, jetzt gucken wir uns die Jungs mal an. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternmuster. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Na da. Da. Das hätten wir. Versteckt. Das Handy bimmelt. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Okay. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Das ist nichts. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewettet. Hey, da ist es. Hier ist es. Aha. Und hier fehlt eins. Oh, das liegt auf dem Boden. Hey, Sully, hilf mir mal. Es liegt auf dem Boden, tatsächlich. Danke. Das gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Okay, in Ordnung. Sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. So, wo ist denn hier das Viereck? Wo ist hier das Viereck? Da. So. Dann wollen wir doch mal.
Erstmal hier hinstellen, dass wir nicht so einen weiten Weg haben. Und dann schauen wir da mal rein. Okay. Wir fangen ganz vorne an. So, drehen. Jo. So. Und das hier. So. Also, das Symbol zeigt nach, das hier zeigt nach unten, oder? Das auf die Seite mit den Spitzen nach links und das hier die Arme nach links, okay. Okay. Das müsste so hinhauen. Das müsste so hinhauen. Und das so. Hey, das stimmt doch so. Das nach links. Und hier die Arme nach links. Okay, dann müssen wir uns das nochmal anschauen. Die Delfine nach unten, das mit dem Schwarzen nach unten. Also quasi so. Das stimmt nach links. Das zeigt auch nach links. Das Ausgemalte nach unten. Ja, das Ausgemalte nach unten. Der weiße Delfin nach unten. Oder stimmt das? Ach nee, das kann ja so nicht stimmen. Moment. Obwohl ich dachte eigentlich, das passt. Könnte natürlich auch so stimmen. So auf keinen Fall. Nee, da oben sind... Ah, so müsste es stimmen, oder? Die Arme nach oben. Ja, okay. So. Okay. Und wen haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. So, die nächsten Gemälde. Das müssen dann aber auch die letzten sein. Mist, was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Okay. Wen haben wir denn hier? Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Shit, alles verbrannte. Da. Na, Nummer 1. Na, Sandy bimmelt wieder. Oh, Sam hat geantwortet. Von links nach rechts. Edward England. Siehst du, Sam weiß Tarek also auch bin Malik. Häme ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir das Affensiegel habe ich noch nie gesehen, okay. Kein Name. Seine Aufmachung wird maurisch. Boah, wo ist denn hier das... Ah, da oben. Ich habe die Sterne, aber wer bist du? Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt. So, und wo haben wir hier unsere Sterne? Wo sind hier die Sterne? Na da. Boah. Du stehst, der Spieler da auch einen Schatten. Das ist... Seht ihr hier irgendwo Sterne?
Ja. Was ist denn hier? Ich sehe die Dinger nicht. Da, oder? Nee. Das erste Mal, da ist es. Boah. Drei. Gar nicht so einfach. Man da so drauf konzentriert. Edward England. Da habe ich's. Kräftiger kleiner Kerl. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ja, passt. Okay. Dann Tagebuch wieder raus. Okay, ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. England. Okay, passt auf. Da haben wir zwei, die haben wir da nicht. Da hätten wir aber drei. Ja, erstmal ein bisschen bequemer hinsetzen hier. So, da haben wir drei, eine Lücke zwischendrin. Hier haben wir auch eine Lücke zwischendrin. Hier. So, wenn wir das Teil hier nehmen und hier hinpacken. Und jetzt drehen. Dann passt das schon mal. Aber hier viel. Nee, hier haben wir. Hier haben wir. Vier Sterne. Und hier haben wir. Pass auf. So. Das heißt, wir haben da die Waage, die nach links zeigt, und den Tiger, der nach unten zeigt. Den Rest müssen wir ausprobieren. Die Waage, die nach links zeigt, und den Tiger, der nach unten zeigt. So. Okay, so ist es schon mal nicht. Also wir sind jetzt komplett falsch. Naja, wir sind komplett falsch. Ja, wir können aber hier bleiben und da aufs Tagebuch schauen, sehe ich gerade. Aber El Basra ist ja eigentlich der Tiger, ne? Wenn wir das hier... Das heißt, es muss hier irgendwo so. So muss es irgendwie passen. Dann wir das hier hin. Das drehen wir. Und der Tiger müsste dann so hinhauen. Okay, da waren wir doch verkehrt. Aber dann stimmt das Teil hier wieder nicht. Mit dem. Oder doch? Nee. Nee, das stimmt nicht. So wird's stimmen. Und hier? Nee, da fehlt eins dann.
1, 2, 3, 4. Das kann so nicht stimmen. Und so auch nicht. Da fehlt ja dann eins. Aber... So. So könnte es stimmen. Da haben wir zwei. Oder? Ja. Boah. Aber das passt ja auch nicht zusammen hier. So, das könnte aber das weglegen und das hier rüber packen. So stimmt's nicht. So auch nicht. Aber so. So wird's stimmen. Und das hier dann so. Und hier so. Jetzt müsst ihr was haben. Okay, die Waage auf dem Kopf. Der Tiger schaut nach unten. Die Waage auf dem Kopf. Der Tiger schaut nach unten. Na, das lassen wir mal so stehen. Passiert nichts. Aber hier die Dinger. Ah, nee, warte mal, die Dinger sehe ich doch, oder? Der zweite müssten drei und einer in der Mitte frei. Ah, vielleicht so? Mit den Sternen. Okay, so ist es auch nicht. Oh Mann, es ist aber eine Futterei hier. Jetzt haben wir's. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Ja, komm, schönes Foto. Okay, einmal. Ja, komm, lauf doch. Zweimal. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Ah, das war ja klar. Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's.
Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein, ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja, ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Cortley kennt ihr. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues.